Wir haben geheiratet am 17. Juni. Das war eigentlich ein Tag, der ja hier, der durfte gar nicht groß drüber gesprochen werden. Im Westen war das meiner Meinung nach sogar ein Feiertag. Ich weiß das es war nicht der genau. Tag der deutschen Einheit. Genau, den haben wir als Kinder auch miterlebt. Und ich war, wie ich schon sagte, schwanger, wohnte auf dem Dorf. Wir wollten heiraten. Gehen zum Pfarrer und melden die Hochzeit an. Und er sagt, ja, der 17. Juni ist ja nun nicht gerade so ein günstiger Tag. Wollen Sie sich den wirklich als Hochzeitstag aussuchen? Aber dann danach klappt es nie. Und dann haben wir gesagt, ach, das ist uns egal. Denn der lässt sich gut merken, den nehmen wir als Hochzeitstag. Und da haben wir am 17. Juni geheiratet. Wollten Sie damit ein bisschen provozieren auch? Na, zumindest haben wir gedacht, ach, das ist, kann man immer sagen, ist unser Hochzeitstag. Also es gefiel uns, fanden wir gut. Und dann haben wir im Juli, nicht gleich danach im Juli, weil wir da noch arbeiteten alle beide, haben wir die Hochzeitsreise gemacht. Und zwar haben wir die nach Berlin gemacht. Wir waren noch nie in Berlin gewesen vorher. Das hatte sich nie ergeben, und wenn man niemanden in Berlin hatte. Und wir hatten aber uns ein Motorrad. Das war unsere große Anschaffung. Mein Mann schwärmte vom Motorrad. Und bei der Armee hatte er ja Geld verdient. Und ich habe hier gearbeitet und Geld verdient. Haben wir uns ein Motorrad, eine AWO, Sport-AWO gekauft gehabt. Und obwohl ich schwanger war, aber das nahm man, wenn man das mit heute vergleicht, na gut, das wurde festgestellt und damit war die Sache erledigt. Sind wir mit dem Motorrad nach Berlin gefahren. Mein Kind wurde dann am 31. Oktober geboren, also das war dann schon bald, kam bald, und haben uns Berlin angesehen. Da hatten wir dort in Berlin wie ein Hotel, wir waren ja nun verheiratet, da konnten wir ein Hotel mieten. Das gab es auch nie unverheiratet, es war genauso ein Problem, wenn Sie in einer fremden Stadt ein Hotel als unverheiratetes Paar, das war ein ganz großes Problem. In welchem Hotel waren Sie dann? Ach, das weiß ich nicht mehr. In Ost-Berlin. Ich weiß es nicht mehr. In der Hauptstadt der DDR? In der Hauptstadt der DDR haben wir uns nur die Hauptstadt angeguckt. Wir waren dort eine Woche. Und waren im. Das, und zwar ist das. Die Mauer wurde dann am 13. August gebaut. Ne? Das war einen Monat zuvor. Wir haben das aber auch nie gedacht, dass da eine Mauer kommt. Wir dachten auch mit unserem Motorrad, das werden wir öfters mal machen dann. Sind Sie auch in den Westen rüber? Genau, da sind wir jeden Tag in den Westen. Das ging, waren im Kino. Das war noch ein Film, ich weiß, das war Wasser für Manitoba oder so. Es war interessant. Also es war ein toller Film, wo die unter Wasser getaucht haben, dort in der Wüste, oder irgendwie wollten die Wasser aufbereiten. Mit Hans Albers? Ich glaube ja. Haben uns den Film angeguckt, sind durch West-Berlin geschlendert. Und auch da, also wir hatten nicht die, also wirklich die Idee, jetzt bleiben wir hier, ist uns nie gekommen. Uns kam eher der Gedanke, ach, das machen wir mal wieder. Das ist eine feine Sache. Und es war Mitte Juli, es war so der 10. bis 15. Juli, dort im Urlaub gewesen, wieder nach Dresden zurückgefahren. Und dann kam die Mauer. Das war unmittelbar danach.